Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um die Erstellung und Verwendung von Lager- und Ausstellungsetiketten geht. Im Kemmler Onlineshop haben Sie die Möglichkeit, Etiketten zu einzelnen Artikeln im Shop erstellen zu lassen. Loggen Sie sich dazu mit Ihren Zugangsdaten im Kemmler Onlineshop ein. Haben Sie noch keinen Zugang, können Sie sich registrieren und von uns freischalten lassen. Für dieses Beispiel möchten wir als Garten- und Landschaftsbauer sicherstellen, dass immer genügend Fugenkreuze im Lager verfügbar sind. Dazu suche ich den gewünschten Artikel im Shop. Im eingeloggten Zustand erscheint auf Artikelebene der Button Etikett erstellen. Zuvor stelle ich sicher, dass die richtige Variante ausgewählt wurde, für die ich ein Etikett erstellen möchte. Anschließend klicke ich auf Etikett erstellen und wähle aus, ob ich ein Standard-Kemmler-Etikett oder ein individuelles Ausstellungsetikett für meine Ausstellung erstellen möchte. Die beiden Etikettarten unterscheiden sich in den Informationen und Konfigurierbarkeit. Lageretiketten eignen sich für Ihr internes Lager, Ausstellungsetiketten für externe Ausstellungen wie beispielsweise für Terrassenplatten, Pflastersteine, Palisaden, für Fliesenausstellungen, für Dachsteine, für Fenster und so weiter. Bei Ausstellungsetiketten können Sie Ihr Logo einfügen, den Produktnamen, die Beschreibung und Verkaufspreis bearbeiten. Mit einem Klick auf Etikett herunterladen wird das Etikett in der Bilddatei PNG erstellt. Sie können es anschließend in einem beliebigen Drucksystem ausdrucken. Nun haben wir gesehen, wie Sie Etiketten erstellen und ausdrucken können. Jetzt schauen wir uns an, wie Sie die Etiketten richtig einsetzen können. Wurde das Etikett ausgedruckt und in der Ausstellung in Ihrem Lager angebracht, können Sie ganz bequem mit der Kemmler App und einem Smartphone bzw. einem Tablet den Code mit dem integrierten QR-Code-Reader in der Kemmler App scannen. Laden Sie sich hierzu die Kemmler App für Android oder iOS herunter. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das QR-Code-Icon ganz oben in der Leiste. Es öffnet sich der QR-Code-Reader. Scannen Sie den QR-Code ab. Sie springen anschließend direkt auf den Artikel, den Sie abgescannt haben. Von dort aus können Sie den Artikel direkt nachbestellen oder in den Warenkorb legen, um so alle Artikel im Warenkorb zu sammeln. Das war die Etikettenfunktion im Kemmler Online-Shop. Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen oder schreiben Sie uns per E-Mail. Die Kontaktdaten werden jetzt eingeblendet. Vielen Dank.